Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt gerade schon wieder abgeschlossen haben soll. Ich weiß es nicht. Ich heile mich am besten Boah. mal. Sonst wäre das, glaube ich, nicht so günstig fürs nächste Mal. Also, ich habe noch mal in meiner Aufnahme nachgeguckt und da hat er tatsächlich Ahmad gesagt. Also Ahmad geschrieben und das ist genau das, wo wir eigentlich hin wollten. Wieso nehme ich eigentlich kein Kamel? Weil ich die Leute damit immer so gut umlaufe. Moment, da hinten ist eine Brücke. Bis da komme ich aber noch. Es tut mir leid, ich habe leider keinen Platz. Und wenn ihr so dämlich seid und genau dahin ausweicht, wo das Kamel hinreitet, beziehungsweise hin ausweicht, kann ich auch nichts dafür. So. Komme ich da durch? Komme ich da durch? Zieh den Kopf ein. So, hier ist die Brücke. Ich würde sagen, ich mache mich erstmal auf den Weg auf zur Werkstatt. Ich meine, da dürfte mir erstmal noch nichts passieren. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. So, wir sind wieder an der Werkstatt angekommen. Jetzt muss ich mal schauen. Weil ich meine, hier draußen durfte man noch durchgehen. Man durfte halt nur nicht. Ja, Haus der Weisheit. Man durfte nur irgendwie nicht in die obere Etage oder sowas. So, da ist ein Zeichen, was wir uns mal angucken sollten. Ah, okay. Hi. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der Gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Untertauchen, okay. Bei Oma dürfen wir auch untertauchen. Basim, hey! Neunfinger, hier drüben! Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Das weiß ich nicht, aber ich muss erstmal den Kodex aktualisieren und ein paar Sachen einsammeln. Da ist noch was. Halt, bleib doch mal stehen. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Okay. Die Frage ist, kommen wir überall nach draußen? Hier ist auch noch irgendwas, ne? Okay, wirklich viel kann man den nicht bewegen. Vielleicht haben wir mit dem mehr Glück. Ach nee, die soll man. Du sollst die übereinander schieben. Also nicht übereinander schieben, sondern voreinander schieben, glaube ich. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Er will die Welt beherrschen. Okay, hier haben wir nichts mehr. Ach, da hinten war noch was, was man noch anschauen konnte. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk.
Okay. Und hier vorne war doch auch noch was gerade. Die Bücher. Ah. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Sprich mit den Gehilfen. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Ja. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Mhm. Ist das jetzt eine Falle? Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt, nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. So angenehm auf der Haut. Nicht mit der Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Erwachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Was? Ja, es war so klar. Es war so klar. Ja, bloß nicht ausweichen. Allah gibt mir Kraft! Ich kann doch sowieso nichts. Leute. Ich hasse Feiglinge. Ja, dann sei froh, dass ich keiner bin. Sag hallo. Du vergessen. Genau, sie wollen mich lebend. Wo kommt der Idioten jetzt her? Ah. Was war das denn? Warum muss ich die denn unbedingt töten? Ich bin doch total schlecht im Kampf. Wieso kommen die Idioten jetzt nicht nach? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ist nicht euer Ernst, oder? Das sind die jetzt nicht ernsthaft solche Feiglinge, dass die nicht nachkommen. Da hinten ist noch was, wo ich mich verstecken könnte. Ich wusste, dass das eine Falle war. Ich hab's im Urin gehabt. Er hat das so selten blöd gesagt irgendwie. So nach dem Motto, dann kann ich dir vielleicht helfen, dann komm doch mit. Jetzt ist da auch noch einer von den Dicken dabei. Das finde ich nicht gut. Obwohl, nein, wieso ist das nicht aufgeladen? Warum? Alter, dein Ernst jetzt? Ich weiß nicht, ob ich die kaputt kriegen kann, wenn ich mich da jetzt von hinten anschleiche. Ich kann mich nicht von hinten anschleichen, weil der meine Richtung guckt, na toll. Sein. Aber es gefällt mir nicht. Du da! Halt an! Hier ist nichts. Doch, doch. Einer von beiden soll noch weiterkommen. Komm.
Komm. Gut. Was? So ist brav, so ist brav. Was? Wer war das? Verhöre den Gehilfen. Wie denn, wenn er nicht mit mir sprechen will? Bitte, jetzt. Tu mir nichts. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Mach das. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr. Ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Die Karte sollte mir den Weg weisen. War ich das oder war das gerade ein Kamel, was ich da gehört habe? Die Karte sollte ihm den Weg weisen. Moment, was haben wir denn hier? Das haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt... finde die Ausgrabungsstätte. Die haben wir doch schon mal gefunden. Oder ist das eine andere schon wieder? Ein maskierter Mann drohte. Okay. Eigentlich müsste doch jetzt beides drinstehen, oder nicht? Oder ist das gar nicht ange... Doch, ist doch drin. Nicht mehr verfolgen. In welche Richtung ist das dann? Was siehst du? Leute. Ja. Keine Ahnung. Ich versuche mal eben hier wieder rauszukommen aus dem Haus der Weisheit. Mal gucken, ob ich dann irgendwie was anderes sehen kann. Aber das ist doch nicht normal, dass man hier... Schwupps. Das ist doch nicht normal, dass man das nicht sehen kann. Findet die Ausgrabungsstätte. Ja, und in welche Richtung? Sagen sie nicht. Das heißt, ich irre jetzt einfach mal so ein bisschen umher. Ich gucke mal bei der einen Ausgrabungsstätte, ob das eventuell die sein könnte. Ja, wo wir halt hin müssen. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Stimmt ja. Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Ja, ich habe endlich was entdeckt. Und zwar habe ich hier synchronisiert, da wo das D ist. Hatte nämlich gesehen, dass hier eine Oase gewesen ist, wie man sieht. Und habe da auch noch eine Truhe geholt. Und habe dann mit Iki, keine Ahnung, mit dem Adler auf jeden Fall mal gesucht. Und ich habe hier eine Ausgrabungsstätte gefunden. So wie es aussieht. Das ist die Frage. Die haben da hinten... Da hinten auch noch Wachen. Ich weiß nicht, wie... Ah ja, doch, es ist... Okay, ich versuche mal so mit ihm zu sprechen. Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Nein, ich würde sowas natürlich nie wagen. Oder setze das Adlerauge ein. Also hier in der nahen Umgebung sehe ich jetzt nichts. Was ist denn mit dem Typen hier?
Die muss ich wahrscheinlich umbringen, um irgendwas zu finden, nehme ich mal an. Es könnte natürlich hier etwas schwieriger werden. Ansonsten sehe ich jetzt auf Anhieb nichts. Der will mich immer zur Truhe bringen. Ja, jetzt hat er die Truhe anscheinend irgendwie markiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall will er mich zur Truhe bringen. Oh, jetzt sind mehrere Sachen markiert. Suche nach Informationen. Truhen, die sich an der Ausgrabungsstätte finden, können Hinweise erhalten. Okay. Das Problem ist, dass da unten vermutlich auch Wachen sind. Ne? Geh woanders hin. Ja, natürlich sieht der Idiot mich. Geht fort mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich bin nicht gern in diesem Teil von Arusafa. Ich bin ohnehin immer wachsam. Was? Hier, du! Augenblick! Oh, ich war's nicht, ich war's nicht. Ich war's nicht. Hey, was? Ja, komm her, komm her. Ich pfeif dich nicht zu Tode, keine Sorge. Ich erstech dich höchstens zu Tode. So. Der hat auch nichts. So, aber hier hinten irgendwo ist eine Truhe. Da oben... ist die Frage, wie viele Wachen sind hier noch unterwegs? Da sind noch zwei. Man kann nie davor. Bleiben wir wachsam. Ja, bleiben wir wachsam. Warte! Oh, wieso bin ich nicht unsichtbar? Hallo? Ja, dich müssen wir auch noch leider eliminieren. Hey, was? Der hat was dabei, sehr schön. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt da drankommen. Am besten natürlich ohne, dass uns jemand sieht. Da unten ist eine Truhe, da steht einer davor. Hinten läuft einer. Boah, wie ich das hasse, ne? Alter, ernsthaft? Was denn jetzt? Das siehst du gleich. So. Hier ist nichts Wichtiges. Ich suche besser weiter. Dein Ernst jetzt? Dafür die ganze Mühe? Da komme ich so nicht dran. Die ist ganz unten. Bald darauf haben wir
Warte mal, hinten ist auch eine. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall irgendwie von oben anfangen. Mal schauen. Hier ist doch auch einer rumgelaufen eben, ne? Frage ist, wo ist der jetzt? Da ist er. Ja, komm her. Komm her. Was war das? Komm her. Stop. Nein! Du drückst auf Eliminieren und er macht nichts, ey. Ich glaub es nicht. Es ist so zum... Oh, ey. Ja, nimm ihn doch auf. Da hinten sind Wachen. Nimm es doch einfach, verdammt. Oh. Du hast Eliminieren drinstehen und drückst da drauf und es tut sich nichts, ne? Die Frage ist jetzt, bewegen die sich? Aber es sind halt drei, ne, da hinten. Wäre schön, wenn einer wenigstens nach hier kommen würde. Nee, ich dachte gerade. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Oh. Wenn ich da hinten pfeife, dann kommen sie alle. Das weiß ich jetzt schon. Was ist da los? Nicht weg. Vielleicht doch. Hey! Ein Moment. Ich lass dich deine Milz fressen. Komm. Warte. Nein, ich kann nicht warten. Ich habe keine Zeit. Okay, darum geht's jetzt zu dem Typen da hinten, ne? Hier steht sogar... Ich weiß nicht, ob es mein Kamel ist. Auf jeden Fall steht hier ein Kamel. Da sind noch zwei Wachen dabei, oder? Ja. Vier! Echt jetzt? Ja, pass auf, dann mache ich das jetzt mal... Oh, die sind noch zu weit weg, scheiße. Hat das Kamel mich jetzt erschreckt? So, Moment. Anvisieren. Warum kann ich die nicht anvisieren? Söldnern bewacht. Ich weiß. Wieso kann ich die nicht anvisieren, verdammt? Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Wenn ich die jetzt aber angreife, dann habe ich hier einen riesen Trara.
Okay, dann gehe ich doch mal lieber erstmal andersrum. Wieso kann man die nicht angreifen? Ich habe hier jetzt 4 Konzentrationsbalken. Wieso darf ich die denn nicht einfach ausschalten? Was soll der Scheiß? So, Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist hier unten. Da sind auch 3 Söldner. Den kann ich auch nicht amüsieren. Wieso kann ich den nicht amüsieren? Wachdienst unter einer sengenden Sonne. Gepriesen seien die guten Köpfe des Hauses der Weisheit. Die Arbeit ist gefährlich und unrein. Wir stören die Geister alter Ungläubiger. Was ist denn? Komm her! Okay, das ist der, der immer hin und her geht. Hier sind auch nochmal 2. Ach, die muss ich. Ach du Scheiße. Ohoho. Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Die wird ihm gehören. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl im Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Fall geschlossen. Das heißt, dass ich jetzt woanders hingehen kann. Sehr schön. Die Frage ist jetzt nur... Doch, Moment. Hier komme ich wieder zurück. Ich darf ihn nur nicht benutzen, hä? Hallo? Benutzt den Flaschenzug. So, dann werde ich mich mal aufmachen, dass ich hier erstmal aus dem Sperrgebiet rauskomme und dass ich dann zum nächsten Ort komme, frage Hakim Hassan nach Ahmad. Aber das werden wir dann definitiv in einer neuen Folge machen. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.